Hallo und damit ein recht herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Monstrum. Wir wollen uns ja momentan auf den Weg zum Schlauchboot machen, zur Rettungsinsel, weil wir jetzt ja schon ein paar Sachen dafür gesammelt haben, und zwar die Luftpumpe und diese Kettenspule hier. Und ich glaube, wir müssen erstmal nämlich ganz bis ans andere Ende vom Schiff hingehen. Und momentan ist uns ja immer noch dieses komische Popelding auf Beinen unterwegs, hinterher. Auf der Schliche, keine Ahnung. Ich habe es jetzt einfach mal liebevoll Popel auf Beinen genannt, weil es einfach so grün und schleimig ist wie ein Popel. Schnauze. Was war das? Ich will es, glaube ich, gar nicht erst wissen. Ah, hier ist wieder Luft. Was ist das? Halt die Klappe! Hier wollen auch Leute schlafen. Das sind bestimmt wieder die Nachbarn, die wieder Krach machen. Ey, du hältst jetzt mal deine Klappe. Das macht mir gerade echt... Boah, ich krieg gerade echt Paras bei dem Geräusch. Es hört sich so an, als ob das hier irgendwo an der Seite lang krabbeln würde und dann gleich irgendwo hochkommt. Alter. Bleib mir bloß weg, Alter. Ich mag dich nicht. Ich will auch nicht mit dir befreundet sein. So, und nochmal, wer sich gerade fragt, warum ich die ganzen Dinger hier aufmache. Das mache ich, falls ich mal weglaufen muss, dass man die schnell da immer reinhuschen kann. Hat Vorteile. Da können wir gleich noch reingehen. Bin ich hier irgendwie... Jetzt halt doch mal die Klappe! Meine Fresse, klopft er da wieder gegen die Wand. Ich bin am Aufnehmen! Schnauze! Wie? Hä? Wo ist denn das Schlauchboot? Bin ich jetzt doof? Also, bin ich, aber... Bin ich jetzt noch doofer als doof? Deck 3. Da hatte ich gerade einen kleinen Ruckler im Spiel. Oh, schöne, schöne lange Gänge hier wieder. Hier waren wir doch aber schon, ne? Ich meinte, hier waren wir schon gewesen. Das sieht mir sehr vertraut aus. Jetzt bin ich zu blöd, das Schlauchboot zu finden. War es doch auf der anderen Seite? Aber da war ja nichts. Ich habe keine Ahnung. Ist das hier? Warte mal. Nee, das ist das Heck hier. Ich würde gerne wissen, wie weit das Schiff in die Richtung da... Aber... Kann ich hier irgendwas machen? Ist das jetzt hier das Heck oder die Front? Also ich glaube nicht, dass es... Nee, wenn das hier die Front wäre, dann müsste hier irgendwo eigentlich die Brücke sein. Also müssen wir uns in die andere Richtung begeben. Okay, wer sagt denn das Schlauchboot, dass das Schlauchboot an der Front ist? Ich habe keine Ahnung. Ich bin total fertig von dem Spiel. Dann waren wir vielleicht auf der anderen Seite doch schon richtig gewesen in der letzten Folge. Ich habe keine Ahnung. Hier ist auf jeden Fall der Helikopter, so. Aber dafür haben wir ja nichts. Nee, ich glaube nicht, nee. Nee, nee. Ach, hier können wir, glaube ich... Ach so, ich habe mich schon immer gefragt, ob man... Wow. Das bringt's einfach. Wow, das ist Wahnsinn. Ich habe mich aber schon gefragt, ob man das hier irgendwie ausschalten kann. Anscheinend nur teilweise. Naja. Wir haben Popelman lange nicht mehr gesehen, ne? Und ich glaube, die Viecher laufen auch nicht sehr oft draußen rum. Weiß ich nicht. Vielleicht ist das denn hier ein bisschen zu kalt? Da oben. Guck mal, hier ist der... Ist gut, ne? Ist gut. Beruhigst dich jetzt mal, ja? Ich glaube, wir müssen hier einen Treppen... Ja, hier ist nämlich... Hier ist die Brücke, siehste, guck mal. Und wir müssen da hoch, hier ist der Kran. Ich habe mich nämlich schon gewundert, weil ich in der letzten Folge hier hinten war. Da habe ich mich gefragt, warum ist denn da nichts? Das ist einfach ein Stockwerk drüber. So, ist hier irgendwo ein... Klappe. Ist hier irgendwo ein Treppenhaus? Warte mal.
ist dieses Klopfen? Was heißt das? Was bedeutet das? Ich schau mal ganz kurz rein. Ist da irgendwas Wichtiges drin? Da liegt Cola-Flaschen liegen da und... Ansonsten glaube ich... Nö, nichts. Sonst hätte ich da jetzt noch meinen Wecker reingeworfen. Wir brauchen ein Treppenhaus. Oh, ich kriege... ich werde hier gleich verrückt bei diesen blöden Geklopfen von dem. Ach, hier kommen wir hoch, ne? Ist hier eine Treppe? Hier ist keine Treppe. Sah mir eben aus wie eine Treppe. Ist hier nicht irgendwo ein blödes Treppenhaus? Ich gehe mal wieder raus. Oh, oh, nein! Oh Gott! Nein, 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 nein! Wo ist es hinter mir? Ich hoffe. Gut, dass ich die Spinne aufgemacht habe. Warte mal. Nee. So. Oh. Wo kam das Vieh denn jetzt plötzlich her? Alter. Drecksvieh, Alter. Mistvieh. Bitte geh nicht an den Spind. Bitte geh nicht an den Spind. Bitte geh an den anderen. Ih, das hört sich ja mega ekelhaft an. Wehe, ich warne dich. Ich bin gerade so gut unterwegs. Wenn du die Tür aufmachst, ich klopp dich mit der Taschenlampe zusammen. Glaub mir. Die tut mehr weh, als sie aussieht. Als es danach aussieht. Entschuldigung. Ich verstehe dich nicht. Rede Deutsch mit mir. Spaten. Der weiß nicht, dass ich Deutsch rede, glaube ich. Naja. Ja, ne? Und bei euch alles gut? Bäh. Das sieht ja wirklich aus wie ein Popel. Ich wollte gerade sagen, was macht die Tür denn da? Ist es weg? Ich bleib noch, ich bleib glaube ich noch eine halbe Stunde hier drin. Ich will nicht. Ich will auch nur ein Stockwerk höher. Also hier wäre es glaube ich nicht sehr vorteilhaft, nochmal reinzugehen. Hallo? Ich höre auch das blöde Rumgeschleime von dem. Der alte Schleimer. Ich will doch nur ein Treppenhaus. Blödes Treppenhaus will ich doch nur. Klappe. Ja, natürlich. Ganz langsam. Ich will keinen Krach verursachen. Ich will keinen Krach verursachen. Müssen wir so weit nach oben? Ich weiß es nicht. Bridge. Ach, siehst du, guck mal. Hier sind wir richtig. Ich glaube, der hat da unten noch ein bisschen zu tun. Der sucht dort jetzt bestimmt nach uns. Warum? Hat er Löcher oder was? Sag jetzt nicht, wir müssen noch Klebeband finden. Kann ich die Rolle... nee, komm, vergiss. Komm, nein, jetzt drück doch weh. Oh, das ist doch eine Kacke, weil ich mal wieder nicht weh als die auf der Tastatur finde. Alter, das ist doch wirklich nicht... Also, ich glaub das echt nicht. Weißt du? Oh. Hätte ich mir mal eine Tastatur gekauft, wo du das einzeln beleuchten kannst. Nee. Alter. Richtig Krise bei, und da waren wir so gut am Start gewesen, weißt du? Ich glaube, wir hätten nur noch Klebeband finden müssen. Nee, dann muss das Drecksvieh ja plötzlich wieder um die Ecke geschlichen kommen, ey. Und Tobi duckt sich erstmal. Super Idee, klasse. Also, ist ja echt unglaublich. So, New Game, komm. Ist doch echt, also, ist doch. Ist echt unfassbar, wirklich. Naja.
Neue Runde, neues Glück, ne? Schauen wir einfach mal. Alle guten Dinge sind ja drei. Also mit der alten Aufnahme mitgezählt. Wäre es dann jetzt der dritte Versuch? Hey, glaube ich echt nicht. Weil ich denk, vor allem, wir sind schon wieder an derselben Stelle gestorben. Warum sterbe ich immer an der Stelle? Das kann doch nicht sein. Und ich muss ganz ehrlich zugeben, ich hatte eben schon mal eine Aufnahme gemacht, die allerdings nicht so toll gewesen war. Auch an der Stelle gestorben. Ich weiß nicht, was da los ist und... Ja, der Vorhang hat Spaß zu haben. Der hat auf jeden Fall Spaß. Hier ist ein Klo, den Raum werde ich mir auf jeden Fall nochmal merken, falls ich mir nachher wieder fett in die Hosen scheißen werde. Sehr schön. So, Taschenlampe. Ist echt unglaublich, Alter. Läufst du hier... Läufst du den ganzen Tag hier rum und dann wieder so eine Kacke, ey. Ist echt unglaublich. Hier, dummer Zettel, Alter. Kannst du eh nichts mit anfangen, ey. Kackspiel hier. Die installiere ich erstmal. Spiel mal wieder Monstrum. Wird bestimmt witzig, Tobi. Mhm. Community-Hass ist das. Das ist Community-Hass. Wir haben ein Problem. Ja, zum einen, das haben wir gerade auch als Problem. Aber wir haben auch das Problem gerade, ich weiß jetzt nicht, was für ein Vieh wir am Start haben. Bitte lass es der Golem sein, wirklich. Bitte. Ja, komm, halt doch die Fresse, Mann. Sag mal, was macht die Kamera denn da? Guckt die nur in eine Richtung, oder was? Das soll echt ein Witz sein gerade, oder? Kackspiel, ey. Warum flackern die Lichter hier so blöd, ey? Boah. Soll man hier den Elektriker hier rufen, ey? Meine Güte. Ist das eine alte Dose? Teller sind auch alle dreckig, Alter. Ich will doch nur einmal. Einmal will ich hinkommen. 11.45 Uhr. Ja, es scheint wohl immer 11.45 Uhr zu sein, ey. Was ist hier los? Sind wir von da gekommen? Ja, von da sind wir gekommen. Hier ist ein Treppenhaus. Scheiß Kameras. Scheiß Monster hier immer. Ey, die Schnauze voll hier. Kein Bock mehr. Spiel was anderes, ey. Spiel wieder Alien Isolation, das kann ich wenigstens. Kack hier. Mobbing-Spiel, Küche, ja, waren wir doch eben schon drin gewesen, Mann. Ist ja auch nichts Neues, ey. Aber wir haben hier eine Fuse, guck mal hier, da können wir hier wenigstens... Eine Sache, die schon mal funktioniert, wundervoll. So, wir haben... Keine Ahnung, was wir jetzt... Ach nee, das, jetzt, jetzt ist die Tür hier aufgegangen, ne? Oh, was ist denn das? Guck mal. Einen Bolzen Schneeider. Ein Bolzen Schnibbler. Hier sind wieder Kameras. Ich finde es cool, dass man die Lichter hier überall anmachen kann. Ein Funkgerät, oder? Ist das ein Funkgerät? Sieht mir nach einem Funkgerät aus. Warum können wir nicht funken? Haben wir so gut am Start gewesen und so ein Scheiß wieder, weißt du? Kommt der wieder um die Ecke geflitzt, weißt du? Läufst dann 10 Minuten auf dem Schiff außen rum, ohne dass er dich bemerkt. Dann bist du einmal beim Schlauchboot, dann kommt der wieder angedackelt, ey. Entschuldigung. Ich muss mich jetzt einfach mal abreagieren hier. Komm, wo ist das Treppenhaus? Ich gehe erstmal ein Deck nach oben. So, was ist hier? Scheint wohl die Mensa zu sein. Hier ist wieder ein Klo-Stick. Fürs Klo. Jetzt dreht sie sich. Jetzt dreht sie sich. Weißt du, wo ich die Tür aufmache? Scheiß Kamera, Alter.
fängst dir gleich eine von mir. Wobei, warte mal. Und hier sieht ihr mich natürlich nicht, weil der Balken davor ist. Natürlich. Klar doch. So, hier irgendwas von Nutzen. Sieht nicht so aus. Auch wieder 11.45 Uhr. Überall nur 11.45 Uhr. Warum mache ich das Licht an? Ich habe keine Ahnung. Und überall hängen dieselben Bilder. Haben sie wahrscheinlich ein Dutzend gekauft, haben sie billiger bekommen. Ich hasse dich! Hass auf Kameras. Ey, ein Radio, geil. Nehme ich mit. Klappe. Verzweifeltes Seufzen. Hat mir jetzt hier schon alles gehabt? Warum flackern die Lichter die ganze Zeit so? Die soll mein Elektriker holen. Moin. Das hat die Kamera jetzt nicht gesehen. Das ist gut für uns, schlecht für sie. Wie ist das? Wecker. Brauchen wir eigentlich nicht. Wobei, warte mal, ich nehme mal... Ah, Wecker schmeiße ich mal weg. Ich nehme das... In den Karton. Wahnsinn. Ich nehme mal das Radio. Weil ich schätze, dass das wohl ein bisschen lauter ist. Wenn wir das wieder irgendwie in den Raum reinlocken wollen. Das hat es jetzt ernsthaft nicht gesehen. Hier ist wieder eine dumme Tasse. Kann ich nichts mit anfangen. Ich bin gerade vor der Kamera weggelaufen. Schnauze. Rauf. Oh. Sind wir hier? Waren wir hier nicht schon? Nee, hier waren wir noch nicht. Hier ist wieder ein wundervoller Plattenspieler. Der sich kurz dreht und dann wieder aufhört. Das ist ja sehr von Nutzen. Vielleicht kann man die ja... Boah, ich muss mal ganz kurz hier... Mein Gesäß noch mal ein bisschen... Mein Gebälk hier noch mal ein bisschen... auf dem Stuhl platzieren. Vielleicht kann man ja irgendwann noch mal... das Ganze anmachen und damit Geräusche machen. Um das Vieh irgendwo hinzulocken. Wäre ganz cool. Da liegt eine Colaflasche im Müll. Das finde ich cool, dass es auch im Mülleimer liegt. Hier ist ein alter Fernseher. Ach, das Haus! Ja, super gemacht, Tobi. Hast du wieder richtig geil gemacht, Alter. Ich bin... Boah. Wahnsinn, Alter. Dafür sollte ich echt den Nobelpreis bekommen, ey. Das ist wieder... Wow. Ja, genau. Komm durch die Tür. Nicht da. Hier. Damit ich jetzt hier ernsthaft... Wie siehst du mich hier? Hau ab. Ekelhaftes Drecksvieh, Alter. Glaube ich ja echt nicht, ey. Meine Fresse. Boah, das Spiel. Spiel mal Monstrum. Ja, ich rede mit euch. Ist echt nicht zu fassen, Alter. Es ist doch recht. So, jetzt komm, zeig mir endlich dieses blöde Menü an hier, dass ich neu starten kann. Danke sehr. Ja, Freunde, da würde ich an dieser Stelle einfach mal sagen, ich verabschiede mich erstmal von dieser Folge. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß erstmal gehabt, ja? Ich werde gleich nochmal auf New Game drücken und noch eine Runde versuchen. Aber erstmal würde ich sagen, ich verabschiede mich von dieser Folge. Bis dahin und tschüss. Euer Tobi. Kackspiel. Spiel mal Monstrum, ey. Ist echt dumm.